Deutschlandweit gibt es fast 20 Millionen Wohngebäude. Dazu hunderttausende Büro- und Verwaltungsimmobilien. Außerdem ein gigantisches Infrastrukturnetz und rund 40.000 Brücken. Ob Instandhaltung, Erweiterung oder Rückbau von Bauwerken, für all diese Prozesse werden digitale Bestandsmodelle benötigt. Es ist das Ziel von BIMKit, diese Bestandsmodelle mit Hilfe von künstlicher Intelligenz zu erzeugen. KI aber spielt im Bauwesen derzeit noch keine große Rolle. Im Gegensatz zu BIM. Denn das Building Information Modeling wird bei der Planung neuer Bauwerke teilweise schon angewendet. Die so entstehenden 3D-Modelle enthalten zusätzlich zur Geometrie auch technische Informationen über Bauteile, wie etwa das Material oder die letzte Wartung. Dank BIM können viele Prozesse erleichtert werden, zum Beispiel die Prüfung des Modells auf Regelkonformität, etwa bezüglich Barrierefreiheit oder Brandschutz. Auch physikalische, beispielsweise energetische Simulationen sowie die Kostenberechnung sind deutlich einfacher umzusetzen. Aber auch für bereits bestehende Bauwerke ist BIM sehr praktisch. Denn die Modelle können unter anderem genutzt werden, um neue Infrastruktur zu planen, die Instandhaltung zu optimieren oder Konzepte für den Rückbau zu entwickeln. Das Problem? Für Bestandsbauten gibt es bisher nur äußerst selten BIM-Modelle. Betrachten wir mal die Randbedingungen gerade in Deutschland im Baubereich. Bauen auf der grünen Wiese ist eigentlich vorbei. Wir planen im innerstädtischen Bereich und auch im Infrastrukturbereich eigentlich im Bestand. Und um hier die bestmögliche Lösung zu erarbeiten, ist natürlich wichtig, dass wir einfach auch schon hochwertige BIM-Modelle von Anfang an haben, mit denen wir arbeiten können. Das Problem ist, dass die sehr aufwendig sind in der Erstellung und sehr umfänglich das Ganze ist im Vorfeld zu realisieren und deswegen liegen die nicht vor. Und diesem Problem müssen wir uns stellen und dafür müssen wir Lösungen erarbeiten. Will man ein Bestandsbauwerk digitalisieren, muss man zunächst alle Rohdaten, also beispielsweise Fotos, Punktwolken, 2D-Pläne, Betriebsdaten und Berichte sowie Gutachten und Bestandsdokumente sammeln und erfassen. Darauf basierend werden die BIM-Modelle bislang nur manuell erstellt. Ein Vorgang, der sehr arbeitsaufwendig ist. Durch maschinelles Lernen können Teile dieser Prozesse aber automatisiert werden. Ein einfaches Beispiel. Man füttert das KI-System mit bereits manuell beschrifteten Fotos. So lernt es, Zusammenhänge und Muster zu erkennen und die Bilder dementsprechend zu sortieren. Danach bekommt es unbekannte Fotos und kann diese nun eigenständig erkennen. Dadurch entsteht ein Algorithmus, der beispielsweise Türen von Fenstern unterscheiden kann. Aber auch andere Rohdatentypen können mit solchen Algorithmen verarbeitet werden. Unter anderem ist es vorstellbar, dass trainierte KI-Systeme Bauteile in Punktwolken als solche erfassen oder 2D-Pläne interpretieren können. Wir erhoffen uns von der Nutzung von KI eine drastische Reduktion des Aufwands für die Erstellung der Bestandsmodelle. Und wir erwarten, dass daraus dann als Input für die eigentliche Planung natürlich auch konkretere, detailliertere und auch quasi interaktiv navigierbare Bestandsdaten zur Verfügung stehen, was dem Planer dann hilft, aufbauend darauf die konkrete Planung vorzunehmen. Das Ziel von BIMKit ist es, KI-Verfahren zu entwickeln, die durch maschinelles Lernen Rohdaten verarbeiten und daraus BIM-Bestandsmodelle generieren und optimieren. Mithilfe von KI-generierte und optimierte BIM-Bestandsmodelle bieten für alle Beteiligten große Vorteile. Für Planer, Betreiber und Nutzer. Denn sie ermöglichen nicht nur ein effizientes Gebäudemanagement, sondern auch die Erhaltung von Bauwerken. Damit künftig die gesamte Baubranche von den Daten und Systemen profitieren kann, werden sie über Gaia-X-Schnittstellen zur Verfügung gestellt. Gaia-X ist ein europäisches Projekt zur Erstellung einer sicheren und vernetzten Dateninfrastruktur, auf der die Nutzer ihre Daten und vorhandene Systeme vertrauensvoll mit anderen teilen können.
Auf dieser Plattform können alle Akteure aus dem Bausektor auf die trainierten KI-Verfahren der BIMKit-Partner zugreifen. Für mich ist es eine ganz spannende Thematik, nämlich wirklich Bestandsdaten zu nutzen und mit Hilfe von künstlicher Intelligenz auszuwerten und damit auch verfügbar zu machen für das Thema Betrieb, ohne kompliziert Daten erheben zu müssen. Und da hilft Gaia-X. Und da unterstützt natürlich Gaia-X auch BIMKit, eine BIM-Strategie und natürlich auch die BIM-Strategie der Bundesregierung. Der Ist-Zustand von Gebäuden und Infrastrukturbauwerken ist nicht immer bekannt. Mit künstlicher Intelligenz aber lassen sich Bestandsbauten schnell digitalisieren und mithilfe von BIM über den gesamten Lebenszyklus hinweg verlässlich und fundiert begleiten.